Das Phänomen des Schlafwandels gibt es ja heute noch tatsächlich und es betrifft fast 2%, meistens jugendlicher Menschen. Und das verwächst sich im Laufe der Zeit. Es gibt nur wenige, die dann auch später noch schlafwandeln. Also das Nachtwandeln ist ähnlich wie der Wahnsinn in der Belcanto-Oper gerne genommen. Es sind also so Extremsituationen. Das berühmteste Beispiel ist Lucia di Lammermoor, die wird ja wahnsinnig. Und hier in La Sonnambula ist es eine abgeschwächte Form des Wahnsinns. Und es ist eine Extremsituation, womit sich die Sopranistin in dem Falle dem Druck der Gesellschaft entzieht, der in der Oper sehr vorherrschend ist. Wir haben das Schwarzer Bergdorf in den Kostümen angedeutet, tatsächlich, aber es nicht originär in die Entstehungszeit gesteckt. Es ist also eine in sich abgeschlossene, sehr hermetische Gesellschaft, die auch bestimmte Werte und Moralvorstellungen hat, die sie auch an Amina richten. Also wenn man nicht so reagiert, wie es normal ist oder wie das Dorf das erwartet, hat man sofort ein Problem und steht dieser Gemeinschaft gegenüber als Fremdkörper. Im Originalstück ist es so, dass die Amina am Ende im Traum wieder verheiratet wird und es auch ein Lieto Fine, also ein Happy End gibt. Wir haben das ein bisschen moderner gedeutet und haben also die Amina quasi selbstständig werden lassen.